Hallo und herzlich willkommen zu den Shutter News. Alles, was in der letzten Woche so rund um die Technik passiert ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Legen wir los. Kurze Vorwarnung, in der letzten Woche ist nichts Neues rausgekommen. Ich werde aber über andere interessante Themen sprechen. Ich mag es immer mir schon vorher Wunschlisten zu kreieren, wo ich dann drauf schreibe, was ich haben will. Und in diesem Fall stand dann jetzt auch eine Actionkamera drauf. Denn ich möchte auch mal, wenn ich in den Urlaub fahre, zum Beispiel auch mal unter Wasser filmen. Das geht zwar mit dem Handy auch, aber da halt immer mit dem Risiko, dass das Handy kaputt geht. Das hatte ich schon mal, deswegen bin ich hier mit noch mal extra vorsichtiger. Oder halt auch mal andere Shots, die halt einfach ein bisschen gefährlicher sind, die man mit einer kleineren, härteren, robusteren Kamera eher machen sollte. So, und da gibt es halt jetzt verschiedene Auswahlmöglichkeiten im Jahr 2024. Wir haben einmal die Kamera, die DJI Action 4, die Insta360 Go 3, die Insta360 X3 und die Insta360 Ace Pro. Und dann einmal noch die GoPro Hero 12. Wie ich so bin, kann ich jetzt wirklich nicht aufhören, Videos darüber mir anzugucken, bis ich wirklich die perfekte Lösung für mich gefunden habe. Und was hier so das Fazit des Ganzen ist, die Insta360 X3, also die 360-Grad-Kamera, ist so die Kamera, die am meisten Spaß macht und wo man so am wenigsten auf das Film an sich achten muss. Man kann einfach draufhalten, man kann sich später auf das Framing dann selbst konzentrieren, indem man dann einfach in dieser App dann einfach den Frame auswählen kann. Man braucht sich keine Sorgen machen, ob jetzt wirklich dann die Szene drin ist oder nicht. Das fand ich auch wirklich sehr, sehr gut. Die Stabilisation ist hier auch wirklich sehr gut. Nur das Ganze wäre ja auch wirklich zu schön, um wahr zu sein, wenn es auch keine Nachteile hätte. Denn dieses 360-Grad-Video besteht aus ungefähr 5,6K. Das bleibt ja aber nicht so. Man will das ja auch dann etwas reinkroppen, sodass es dann auch wieder ein normaler Ausschnitt ist. Und dann bleibt das Ganze dann ungefähr bei 2,7K. Und wenn ich das Ganze jetzt mit meinen 4K-Videos mischen würde, wäre das nochmal ein Auflösungsunterschied. Außerdem ist die Qualität, die Schärfe und halt so das Lowlight-Verhalten nicht ganz so gut wie jetzt halt zum Beispiel von der Action 4, die halt nochmal einen sehr viel größeren CMOS-Sensor verbaut hat. Da dann aber auch wieder dann der Nachteil, es ist nicht so weitwinklig, man kann nicht den Ausschnitt wählen. Aber wie gesagt, man hätte auch nochmal andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel bessere Zeitlupe mit in 4K 120 FPS. Aber wie gesagt, halt keine 360-Grad-Kamera, was ich ja gerade so schön fand. Also wir befinden uns in der Kategorie entweder 360-Grad-Kamera oder halt die klassische Action-Cam, wo man halt einfach nur in eine Richtung filmt. Und wenn man dann da wieder drin ist, gibt es dann halt wieder mehr Auswahl. Die Go 3 von Insta360 ist dann die kleinste Kamera, die man überall montieren kann, was weiß ich alles. Dann, was so die Qualität und Videoqualität und alles angeht, kann man sagen, Lowlight ist die DJI Action 4 die beste, denn die hat den größten Sensor, aber ist auch noch ungefähr vergleichbar mit der Ace Pro. Meine Wahl wäre jetzt in diesem Fall entweder die Insta360 X3, also die 360-Grad-Kamera, oder halt die Action 4 von DJI. Da muss ich mir noch ein bisschen entscheiden. Wahrscheinlich wird es dann aber doch eine 360-Grad-Kamera. Denn ja, für mich wäre dann halt die Situation, wenn ich dann halt jetzt hier hätte und ich würde sie vor mir halten, hätte ich halt direkt zwei mehr Ansichten. Einmal für mich meine A-Roll-Ansicht, während ich dann zum Beispiel spreche, und dann einmal noch so die Zweitansicht, die dann nach vorne gerichtet ist. Ich könnte mehrere Videos draus schneiden, was für mich schon wirklich sinnvoll wäre. In dem letzten Video werdet ihr bestimmt bemerkt haben, dass ich nicht zu Hause war. Ich war in der Türkei und habe dort meinen Urlaub verbracht. Wirklich sehr, sehr schön. Und ich habe da natürlich auch schöne Bilder gemacht und davon wollte ich euch jetzt auch mal ein paar zeigen. Was uns bei dieser Challenge geholfen hat, ist eine Foto-Challenge zu machen. Da haben wir dann als Familie uns dann 25 Kategorien aufgeschrieben, was wir dann alles erledigen müssen. Was weiß ich, ich kann mal ein paar Kategorien vorlesen. Das wäre dann die hübscheste Frau, Bazar und Handeln, das schönste Poolfoto, der schönste Sonnenuntergang, Hitze, Kälte. Das war wirklich hilfreich, um ein paar kreative Ideen zu bekommen. Was noch helfen kann, ist, sich zum Beispiel auf Instagram ein paar Bilder rauszusuchen, die man vielleicht nachmachen möchte. Zum Beispiel Langzeitbelichtungen oder einfach kreative Ideen, wo ich gesagt habe, komm, die fand ich jetzt gut. Habe ich dann jetzt auch im Endeffekt ein paar von nachgemacht. Ist auch wirklich eine gute Methode, fotografieren zu lernen und halt so eine andere Sicht zu bekommen. Und wir haben gerade noch davon gesprochen, dass man andere Perspektiven mit einer Action-Cam sehr, sehr gut hinkriegt. Dass man dann diese Action-Perspektive
hat. Man kann ins Wasser springen und alles weitere. Das Ganze geht mit einer Drohne noch besser. Die hatte ich nicht. Die hatte ein Freund von mir mit. Und das war wirklich auch ein richtiger Spaß. Immer wenn ich so eine Drohne fliege, denke ich mir, ich muss mir auch so eine kaufen. Denn es sieht einfach cool aus. Man kann damit andere Perspektiven kriegen. Ich durfte auch meine Familie beim Parasailing filmen. Es war einfach nur traumhaft. Also Fazit, ich kaufe mir auf jeden Fall noch eine Drohne. Das war einfach toll. Nur wann werde ich das Ganze machen? Ja, das ist für mich auch noch mal so ein bisschen schwierig, denn ich habe noch auf meiner Checkliste noch ein paar andere Sachen, die ich vorher erledigen möchte. Erstmal ein CPL-Filter, dann ein schönes Zoom-Objektiv, 150 bis 500er, 150 bis 600er und dann könnte dann auch vielleicht die Drohne kommen. Das wäre dann in diesem Fall die DJI Mini 3 Pro, 4 Pro, wenn er vielleicht auch dann schon draußen ist, die Mini 5 Pro. Obwohl ich überlege gerade, ein Makroobjektiv müsste eigentlich auch noch her, ne? Und wenn wir dann schon dabei sind, eine Zweitkamera, die ich mit meiner Sony A7 IV verknüpfen könnte, das muss auch noch irgendwie her. Also die Drohne, wo bleibt die? Das werden wir dann sehen in der Zukunft. In den letzten Technik-News habt ihr auch gesehen, dass ich am Strand gefilmt habe und sogar mit meinem dynamischen Mikrofon. Das hatte ich ja angekündigt. Die Soundqualität war wirklich spitzenmäßig. Das Ganze war halt nur ein bisschen knifflig, denn ich musste das Ganze mit einem MacBook und dem Soundinterface machen und musste ich dann unten auf meinen Rucksack legen. War eher nicht so toll. Jetzt habe ich nämlich vor dem Jahr noch so einen kleinen Rekorder zu kaufen mit XLR-Kompatibilität und werde dann darüber dann wahrscheinlich dann auch dann immer eine Hosentasche haben, wo das dann auch dann hier draußen viel einfacher dann einfach auch per XLR aufnehmen kann. Das sollte jetzt aber mit den Shutter News gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich verabschiede mich. Ciao.